und herzlich willkommen hier zum weiteren Video auf meinem Kanal. Wo wir heute sind, man hört es glaube ich schon im Hintergrund. Wir sind in Graz, Liebe und Aufsturm, Graz gegen Dynamo Kiew, Hinspiel 1:0. So, hier die Aufstellung von Sturm. Hier die Aufstellung von Kiew. Ich hoffe, es geht sich irgendwie aus. Ich werde es einblenden. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall müssen sie gewinnen, damit es möglich ist. Mal schauen. Ich bin guter Dinge. Was sagst du, wie geht's aus? Ich sag 2:1 für Graz. Und dann Verlängerung? Dann Verlängerung und dann in der Verlängerung machen sie dann noch ein Tor. Ich sag 3:1 für Sturm heute. Ich bin guter Dinge. Heute geht was, Mann. Heute wird auf jeden Fall was gehen. Die Wünsche Nummer 9. Rasmus Højlund! Was sagst du zur Stimmung? Also ich muss sagen, der Sturm ist schon nochmal spannender als alles andere bis jetzt, wenn man im Heimstadion ist und da irgendwie nochmal mehr dieses Feeling hat für Sturm. Es ist schon nochmal geil. Aber Dynamo ist natürlich auch da, eher weniger Leute, aber trotzdem da. Und ich freue mich schon wirklich aufs Spiel. Komplett geil, Stimmung komplett geil. Und natürlich auch Stimmung von den Auswärtsfans in den Umständen entsprechend weniger. Aber sie sind auch laut und zeigen natürlich eine Friedensflagge und sind halt gegen das Ende vom Krieg. Was sagen wir zur ersten Halbzeit?
Also zu heftig, zu heftig. Also ich muss sagen, Kiew war schon ein paar Mal vom Tor, wo ich ein bisschen die Haare aufgestellt hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, extrem krass. Sturm spielt sich sehr gut, ein paar schlechte Flanken, scheiße das. Tor war extrem geil, Stimmung ist dann extrem explodiert. Das ist wirklich komplett geil. Ich muss sagen, bisher sicher eins der besten, mit das beste Stadionerlebnis. Das ist wirklich extrem geil. Ich hoffe einfach, dass sie kein Tor kriegen. Zweites Tor wäre jetzt extrem, extrem wichtig. Und dann zweite Halbzeit, Abfahrt. Abfahrt. Immer eine Sache, die mich stört, ist ein bisschen der Schiedsrichter. Das fuckt mich extrem ab, dass er immer der Jan Goran Stankovic Foul pfeift, obwohl es teilweise kein Foul ist. Er hat gelbe Karte bekommen, nach 10 Minuten. Nach 10 Minuten ist jetzt akut gelb-rot gefährdet. Meines Erachtens nach musst du noch auswechseln, weil der Schiedsrichter dich sonst, glaube ich, nach 5 Minuten zu 10 spielen lässt. Schön, dass ihr auf den Traum von Playoff der Champions League wahrnehmen zu lassen. Ich bin komplett nah dran, Verlängerung ist jetzt hier so drüben, Sturm da, ich kann eigentlich 5 bis 10 Meter bin ich weg von ihm. Ich bin mittlerweile wieder in Wien zu Hause angekommen. Was soll man sagen, die Enttäuschung ist natürlich da, dass der Aufstieg ins Champions League Playoff nicht gelungen ist. Aber man muss sagen, extrem geile Stimmung. Also Props auf jeden Fall an die Nordkurve in Graz. War eine richtig geile Stimmung. War natürlich auch geil zum Ansehen, bis dann die rote Karte ins Tor gekommen sind. Aber man supportet natürlich immer weiter. Wie geht's weiter, Mann? Nächste Woche, Donnerstag, Austria gegen wahrscheinlich Fenerbahce Istanbul. Und danach mal schauen, wahrscheinlich Sturm, die ÖFB-Cup-Partie wird auf jeden Fall dabei sein. Und ansonsten lasst euch überraschen, was noch so alles auf euch zukommen wird. Und in dem Sinne verabschiede ich mich für diesen Tag und für dieses Video und
Mir bleibt nichts mehr anderes zu sagen als Daumen nach oben und Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, Leute.